Pervers kuriose Kombüsenküche. Willkommen in meiner KKK, in der kuriosen Kombüsenküche. Heute mache ich für euch Poulet de Coquille Saint-Jacques, Artichaut Violet und anschließend Cul de Vova Modulieu Presbyterien. Was? Ja, das ist Französisch und heißt so viel wie, keine Ahnung. Also, wenn wir das kochen wollen, müssen wir erst mal Französisch lernen. Deshalb benötigen wir ein Französischbuch, eine Schultafel und einen Französischlehrer. Bonjour et so so la la. Und so wird's gemacht. Buch aufschlagen, reingucken und lernen. Voilà Nicole. Nicole Dubois. Voilà Pascal. Ach, das dauert ja ewig. Da verhungert man ja, wenn man Französisch kocht. Also weg mit dem Kram. Oui, oui, mon Capitaine. So, und jetzt gibt's erstmal ein Käsebrötchen. Das habe ich immer dabei, wenn ich ausländisch koche. Weil das dauert ja alles ewig. Tja, ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder aus Blaubeers kurioser Kombüsenküche. Und nächste Woche kochen wir japanisch. Ihr könnt ja schon mal die Käsebrötchen schmieren. Bis dann. Au revoir. Hier kommt der nächste Knüller in unserer Kuttershow. Die großen Momente der Filmgeschichte. Das ist doch nicht dein Ernst, Potter. Du armseliger Wicht. Diesmal gewinnt meine Mannschaft beim Quidditch. Von wegen. Niemals, auf keinen Fall. Nicht mit mir. Das wüsste ich. Wüsste ich. Oh ja. Nein. Oh nein, jetzt hat Hein wieder den Text vergessen, dieser Trottel. Also vergiss es. Kannst du knicken. Du, wie heißt du eigentlich? Stopp, aus, Schluss. Tja. Heinz, zum dritten Mal. Dein Text lautet Draco, du Bösewicht. Meine Mannschaft und ich werden euch aus dem Stadion fegen. Ja, ja klar, genau. Fegen. Den Besen habe ich ja schon dabei. Eben. Ja. Und dann sagt Draco? Nimm den Mund nicht so voll, Potter. Wir können ja schon mal ein Wettrennen fliegen. Nee. Doch. Mhm. Und dann springst du ab und fliegst los. Klar, mach ich. Wie eigentlich? Da falle ich doch runter. Keine Sorge. Du hängst an diesem Stahlseil. Und wenn du abspringst, halten dich meine Regieassistenten fest. Na gut. Also weiter geht's. Kamera! Kamera läuft. Und Action! Potter, du armseliger Wicht. Diesmal gewinnt meine Mannschaft beim Quidditch. Draco, du Bösewicht. Meine Mannschaft und ich, wir werden euch aus dem Stadion fegen. Nimm den Mund nicht so voll, Potter. Wir können ja schon mal ein Wettrennen fliegen. Ha, Draco, ich werd's dir zeigen. Aber nur, wenn ich gut festgehalten werde. Ich gehe an die Kurbel. Nein, ich halte ihn. Los geht's. Ruhe. Hey. Tschüss, denn. Lass mich. Und aus! Seid ihr wahnsinnig? Ihr solltet das Seil halten! Entschuldigung! Na, schon gut, machen wir im Schnitt. Draco, jetzt du! Draco? Potter, ich komme! Oh Gott! Aus! Drehschluss!
Oh. Sanitäter. Dieser Dr. Schlaubeer ist ja ein so toller Arzt. Dem kann man bestimmt vertrauen. Dr. Med Schlaubeer, der Fach- und Lacharzt. Auch heute beweist er wieder, heilen ist Glückssache. Hallo, Fräulein Rosa, kommen Sie doch mal rein. Nicht nötig, Herr Doktor. Wieso? Weil ich schon neben Ihnen stehe. Ja klar, sicherlich. Dann holen Sie mal den nächsten Patienten rein. Der nächste, bitte. Ach, Herr Doktor. Guten Tag, was fehlt Ihnen? Der rechte Arm. Wie bitte? Ich wach heute Morgen auf und denk, nanu, wo ist denn mein rechter Arm? Vielleicht haben Sie ihn irgendwo liegen gelassen. Ach ja, das kann sein. Wahrscheinlich gestern Abend in der Kneipe. Tja, dann rufen Sie da doch mal an. Auf die Idee bin ich ja schon gekommen. Aber wenn ich in der einen Hand den Telefonhörer habe, womit soll ich denn dann wählen? Ja, verstehe. Ich würde Ihnen auch gerne helfen, aber ich habe zurzeit nur linke Arme vorrätig. Ach so, ja, das macht nichts. Ich nehme auch einen linken. Die Leute sagen sowieso immer, ich hätte zwei linke Arme. Na also, dann sind Sie geheilt. Auf Wiedersehen. Danke, Doktor. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Med Schlaubeer. Und denken Sie dran, heilen ist Glückssache. Ich glaube, diese Geschichte kann Kult werden. Was schon bei Blaubeer und Blöd? Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn Hein Blöd mal wieder die besten Tischmanieren zeigt. Oh, hoppla. Und seid dabei, wenn Captain Blaubeer nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Und schaut genau hin, wenn ich die Schnatterschnute diesen Stecker ziehe. Tschüss!